Tenizza. Hallo zusammen und willkommen zurück hier an der Bar in Moonwood Mill. Genau, und natürlich im Sims 4 Werwölfe-Pack. Michael trinkt jetzt noch ein bisschen zu Ende. Und was treibt ihr alle? Die verabschieden sich sowieso alle gerade. Und ich würde sagen, naja, Deck und tschüss. Genau, das nimmt, glaube ich, kein Ende mehr jetzt hier mit der Verabschiedung. Und zwar, ich möchte heute mit euch mal nach Strangerville. Könntest du auch nochmal in die Bar gehen? Da wohnt Michael Bell, Cahill, Roswell und noch einer T. Heyura. Hier haben wir auch nochmal ein Informationszentrum. Na, gehen wir erstmal Richtung Bar. Hier war ich ja auch noch nicht. Oh, Baku, wie schaust du denn aus? Pirat heute? Okay, das erste Mal mit Michael nach Strangerville. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das ist mit ihm. Strangerville. Willkommen in Strangerville. Das Einzige, was hier noch seltsamer ist als die Leute, sind die Pflanzen. Kurz nachdem du eingezogen bist, wird das Motto der Stadt sich dir erschließen. Einige der Bewohner benehmen sich ein wenig verdächtig. Es gibt eine Menge Militärpersonal und Wissenschaftler in der Stadt. Frag die Leute über Strangerville aus. Vielleicht können sie Licht in die seltsame Situation bringen. Okay. Aber erstmal eine alte Bekannte. Das ist... Ah nee, doch nicht. Ich verwechsel die immer mit... Ich glaube, Marie Hermanns, glaube ich. Die... Das ist jetzt Hannah Hilgers. Okay. Aber du kommst gerade aus der Bar und deshalb würde ich sagen, schau dich mal hier ein bisschen um. Hier dieser Trailerpark, auch ganz cool. Hier wohnt jemand, gell? Oh. Ne, was, Michael? Hallo? Auf Getränk warten. Ja, Michael, du bist nur am Saufen. Wer ist denn hier der Barkeeper? Haruto Matsumoto. Na gut, also dann darfst du hier noch ein bisschen bleiben. Wer bist du? Au, oh, mal lustig vorstellen und hier freundlich vorstellen. Jopsa, wir sind Jopsa. Michael Jopsa. Werwolf? Werwolf? Huch, ein Werwolf. Oh. Ja. Plaudert mal ein bisschen. Victor Feng und da kommt die gute Hannah nochmal. Einschalt, was passt denn hierher? Backyard vielleicht. Ja, das ist doch gute Musik. Oh oh. Wer bist denn du? Hendrik Schneider. Vom Militär, wie man sieht. Was machst du denn jetzt? Huch, ach so, du magst keine Leute, die angefressen sind, ne? Okay, Michael, jetzt ist aber mal gut. Genug Blödsinn. Schau dich mal hier so ein bisschen in diesem Wüstengebiet um. Ob es hier was Interessantes gibt. Wie hier diese erstmal was zum Graben. Und dann kannst du mal diese Pflanze anschauen und ein Foto machen. Auch eine coole Nachbarschaft hier. Ah, nochmal eine Tankstelle und ein Diner. Sehr schön. Hier hinten sieht man das Wissenschaftszentrum und da ist der Krater. Genau, aber lass mal Michael erstmal machen. Wo bist du denn überhaupt? Ach, hier. So, schön. Pilze zu verkaufen? Ja, Chives. Schatzkarte. Ah, schön. Was sagst du über dieses Ding? Sowas möchtest du, glaube ich, nicht im Garten haben, oder? Ein Foto wurde gemacht. Jipsi. Okay. Was gibt es denn hier? Wie gesagt, hier war ich noch nicht mit Michael zusammen. Was kann man denn noch machen mit den Pflanzen? Entwurzeln. Was ist denn, wenn man so eine Pflanze entwurzelt eigentlich? Oh, Teile plündern. Okay, das geht einfach. Du wirst nicht irgendwie infiziert oder so ein Quatsch. Ja. Okay, jetzt liegt halt hier Müll rum.
Aber du konntest dann noch plündern. Das ist auch übrigens ein sehr cooles Grundstück, so in dem alten Flugzeugwrack. Da gibt es ja auch ein Schiffswrack auf Sulani, auf dieser einsamen Insel. Das ist auch irgendwie richtig cool. So was Besonderes. So, nach Schatzgraben. Ah, hier kann man auch schön farmen. Okay. Da kommt er auch schon. Schauen wir mal, was du da findest. Foto, kannst du es verkaufen? Ja, komm, verkauf mal. Das brauchen wir eh nicht. Und hier werde ich eh nicht spielen. Das habe ich einmal Oh, gemacht. Cardool. Inklusive dem Kampf gegen die Mutterpflanze. Ah ja, schön. Aber das ist ganz schön anstrengend, da erstmal hinzukommen. Ah, ne. Violett selten. Okay, gut. Ah, schauen wir mal weiter, Michael. Ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier geht es nicht weiter hinter. Moment, wo war denn? Nee, er ist gerade nicht da. Öffnungszeiten? 9 Uhr schließt um 3 Uhr. Ach, wir haben 4:30 in der Früh. Okay. Das ist auch ein bisschen doof. Da sind ein paar Leute noch. Was machst du jetzt? Im Boden wühlen. Okay. Ja, schön. Bisschen so wie in Arizona oder so. Ja, wir kommen halt immer zu Zeiten, wo halt nicht viel los ist. Da ist noch was zum Sammeln. Ja. Kommen wir hier in die Nachbarschaften rüber? Sind noch Pflanzen? Aha, hier kommt man auch noch rüber. Oh, hier geht's aber weit. Und hier sind größere Pflanzen. Okay, hier kommt man nicht mehr hin. Okay, alles klar. Mache ich doch nochmal Pause. Stehen sogar ein paar Autos rum. Ja, so ein Flitzer wäre doch auch was für Michael hier. Oder so ein Truck. Ja. Hier ist die Bibliothek, oder? Genau. Aber er mag ja nicht so in geschlossene Räume sitzen. Hier gar keine so komischen Leute da? Wer ist denn das hier? Mike Schäfer? Gräbt noch ein bisschen. Oh, Simeon ist da. Und der die Deko nicht mag. Okay, dann geh mal zu Simeon. Bewunderung ausdrücken. Über Stranger will reden. Na, da freut er sich. Na, schön. Radisch. Ratschen. Tiefgründige Unterhaltung. Was hast denn du für Hobbys? Oh, glitscht da. Oh, Mike? Ja, Mike. Warst du schon im Kuriositätengeschäft in der Nähe der Wohnwagensiedlung? Ich habe gehört, es soll dort ein interessantes Geheiminventar geben. Nee, das hat leider zu. 9 Uhr, glaube ich, macht es auf. Stand vorhin dabei. Quatschen wir auch noch mal ein bisschen mit Mike. Musikgeschmack fragen. Jetzt über alte Zeiten machen. Park verschönern. Angespannt. Über Fitness-Technik reden. Oh, da kommt der nächste Barkeeper. Na, der ist ja motiviert. Minato, was ist hier denn los? Der schaut auch cool aus mit seinen langen Ohren. Mag malen nicht, okay. Oh, wir sind gute Freunde geworden. Und sie kommt her und klaut sich ein Getränk. Das war bestimmt unseres. Mag Elektroniker nicht. Du bist ein guter Mike. Was ist jetzt hier? Komm mal, so eine komische Geschichte hier. Moment. Nee, Quatsch. Nee, eine Gruppengeschichte. Moment mal. Was können wir denn für eine Gruppengeschichte erzählen? Lebensstil-Tipps, Outfit zeigen. Na, wo war denn das jetzt? Gruppengeschichte hier. Eine Abenteuergeschichte über einen Goldschatz. Genau, Simeon und Mike. Elena. Souffle Zoumé. Satorx. Viva Deso. Oh, and Balfour Faguas, Orphanay.
Soll ich dich vorstellen? Bude. Nee, die geht. Okay. Oh, Bemäuse, Fene. Gute Frau, was ist hier los? Kumiko. Lustig vorstellen. War das jetzt schon die Geschichte, Mike? Oh, die redet gerne über sich selbst. Im Blipper. Oh, Herr Wolf. Ach nee, es sitzt mit zwei am Tisch. Ach, Simeon, Mann. Was ist los? Oh je. Mach doch solche Sachen nicht. Tränk bestellt. Schwer im Tibers Gärtnern. Und er geht, okay. Oh, ja, te welk Schirscha. Kisana. Gute Frau? Sie sind mir etwas unheimlich. Okay, Getränk? Nee. Geht Michael denn eigentlich? Oh, Hunger. Ah, dann bestell dir mal was zum Essen. Was? Nee. Die Auswahl? Essen bestellen. Hier steht's. Wär's mit der Currywurst? Muchi Peachy. Oh, da kommt der General. Wie heißt denn du? Marcel Wagner. Ah ja. Lecker Currywurst. Nom nom. Und mal wieder schön schmeidig rein Spachtel. Oh, Clara. Ist denn wieder ein Werwolf hier? Warum redest du über gelbe Unterhosen? Und er geht jetzt auch mal kotzen, genau. Was? Über die schönen Bilder hier? Oh Mann, 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 Mann. Und Alika ist da. Oh, Honiosa. Meschka. Oh, Bemäuse, Fene. Sagene. Oh je. Die Nachbarn wieder. Fahrt wieder irgendein großes Gefährt in der Nachbarschaft rum? So, jetzt iss mal zusammen, Michael. Na, er geht wieder hinter die Bar. Der, wie heißt du nochmal? Minato. Oh je. Angespannt. Wahrscheinlich wegen uns. Und sie auch. Oh je, da ist angespannt. Oh, was? Was hast du denn jetzt gemacht, Michael? Moment, wo war denn das nochmal? Nee, Quatsch. Wo ist denn jetzt dieser Kram hier? Nee. Hä? Jetzt blind? Hier, genau. Ist denn dein Ruf makellos? Das ist geschlossen. Aha, Lebensstile sind gesellig, Adrenalinjagend und Junkfood-Fan. Okay. Alles klar. Gut, du hast jetzt gegessen. So, Michael. Der hat jetzt gleich offen. Okay. Ah, da ist schon einer da. Ist das der Ernie? Ja, das ist er. Okay. Dann gehen wir mal zu ihm. Ist auch die erste Anlaufstelle hier. Das ist ja auch ein guter Freund von uns. Du bist ein Geek, oder? Du müsstest doch, glaube ich, Spiele mögen. Hobbys fragen. Kompliment. Über Stranger Bill reden. Geek, genau. Mag Geige nicht. Für Geräusche. Achso, das kommt aus dem Radio, okay. Und der wird abgehört. Sieht man diesem Kringel hier. Sind dir schon die bizarren Pflanzen aufgefallen, die überall in der Stadt sprießen? Halt am besten Abstand von ihnen. Die örtlichen Wissenschaftler machen noch Tests mit ihnen. Okay, Moment mal. Ja, okay.
machst du jetzt da? Bodenbild. Nee, lass mal. Handeln, Kuriositäten kaufen. Schau mal, was der Gute hat. So, eine Wanze. Poster, bizarre Frucht. Nein, Lavalampen brauchen wir nicht. Emily, hast du nicht ein T-Shirt auch? Oder findet man das woanders? Moment mal. Kleidung, hier. Ein Print-T-Shirt kaufen und anziehen. Also so ein Aluhut brauchen wir jetzt nicht wirklich. Michael ist kein Verschwörungstheoretiker. Geht das bei Werwölfen nicht? Vielen Dank für den Einkauf. Ist das im Inventar? Nee. Nee, wahrscheinlich geht es in der Wolfsform nicht. Michael, geh mal schnell dahinter und verwandle dich mal zurück. Schauen wir mal, ob du dann das T-Shirt anhast. Nee. Okay, wieso nicht? Michael, du hast zugenommen, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Okidoki. Ja, gut, geh noch mal ein bisschen zu ihm zum Plaudern. Nach Lieblingsfarbe fragen. Chupa! Yamba Chupa! Perfa Fazu! Fazu! Chupa! Chupa! Ukaro! Oh, Dolphus Revuda! Reparaturtipps geben für deine Satellitenschüssel zum Beispiel. Oh, du magst die Farbe grün. Oh, du bist mir sympathisch. Scharf. Yodi Bibna. Yodi Bibna. Arnenusen. Plaudern. Okay, gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Ich würde sagen, ja gut, diesen Teilbereich haben wir gesehen. Moment mal. Das Labor. Und da oben. Sollen wir da oben mal raufschauen? Können wir da vielleicht zufällig angeln oder noch ein paar Sachen sammeln? Schauen wir einfach mal. Genau. Oh, schaut das cool aus. So ein Canyon hier. Oh, das ist richtig schick hier. Also da kann man es bestimmt auch gut aushalten. Lauter teure Häuser hier. Was ist denn das da? Ach, das sind solche Pförtnerhäuser. Mit Sicherheitsdienst für die teuren Grundstücke. Kommst du hier hin? Nee. Wie weit kommst du denn da hin? Also die Straße bis daher. Okay. Nach großen Fangeangeln gehen? Ist hier doch was? Ach, hier. Also doch. Ja, schön. Ja, dann angeln wir ein bisschen. Okay, irgendwer ist ziemlich cool, meinte Summer. Okay. Genau, einfach noch ein bisschen angeln. Aber schade, dass man das T-Shirt jetzt hier nicht sieht. Kannst du hier Outfit ändern? Gibt es das T-Shirt hier irgendwo? Nee, ich glaube nicht, oder? Ja, kannst du das da mal anziehen. Das hast du auch schon länger nicht mehr angehabt. Okay, ja gut. Stranger Will. Ich würde sagen, das reicht. Vielleicht schauen wir uns irgendwann mal zusammen das Geheimlabor an. Was machst du denn jetzt? Ansehen, okay. Ja, es interessiert dich doch als Hobbygärtner, gell? Alles klar. Huch, da wolltest du nochmal angeln gehen. Okay, gut. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen nach Hause. Schauen wir mal, was hier zu erledigen gibt. Und wir hatten doch einige Sachen gesammelt, oder? Da war doch der Schatz. Da gab es diese Velvet, oder wie sie heißt. Wer bist du denn hier? Kenta Mori. Was machst du denn eigentlich schon wieder hier? Ah, wir haben zwei Steine. Jetzt können wir einen Rudel geben. Das Fleisch. Das kannst du mal aufräumen. Okay. Gut.
Ja, Kaffeemaschine ist ja leider weg. Obwohl jetzt gerade eigentlich eher gutes Wetter. Aber die hat bestimmt wieder nicht funktioniert. Das ist doch doof. Den Frosch anschauen. Das ist Marie, oder? Marie, na, Hermanns, oder? Marie Hermanns, genau. Okay. Den lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Möchte jetzt eigentlich gar nicht so plaudern mit den Leuten hier. Gut. Okay, genau. Kannst du noch mal Fische füttern? Ja. Mach das noch mal so zum Schluss. Lasst euch schmecken. Viel Spaß. Okay. Und mit diesem strahlenden Michael werde ich mich jetzt auch diesmal wieder von euch verabschieden. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und Michael geht doch plaudern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao und Servus.